Der Inklusionspreis ist in diesem Jahr zum vierten Mal ausgeschrieben und wir haben den Schwerpunkt gesetzt auf Teilhabe auch in Funktionen in Gremienarbeit. Da haben wir noch entsprechend Handlungsbedarf. Ich bin aber sicher, dass die Vereine und Verbände sich im Rahmen auch dieses Preises des Wettbewerbs mit diesem Thema beschäftigen. Und ich kann nur alle Vereine und Verbände auffordern, engagieren Sie sich, setzen Sie sich ein für dieses Thema. Wir haben ein Preisgeld ausgelobt von 10.000 Euro für den Inklusionspreis. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, gemerkt bei den zahlreichen Beiträgen, bei den vielen Aktivitäten, die die Vereine und Verbände schon eingebracht haben, dass auch das Preisgeld durchaus eine Motivation ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund steht wirklich das, was uns als Sport, als Landessportbund trägt und prägt, nämlich die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Sport, am praktischen Sport und auch in der Funktion, in der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Liebe Vereine und Verbände, machen Sie mit. Einsendeschluss für den diesjährigen Inklusionspreis ist der 29. September 2017. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.